Hallo zusammen, in diesem Video werde ich euch kurz erklären, wie man das Problem, dass einige Jungen nur 560 Mark 3 und 4 Blitze haben, lösen kann. Ein defekter Transistor sorgt dafür, dass der Blitz, egal was man einstellt, nur noch auf voller Leistung blitzt. Den Typ des defekten Transistors und den Austausch, des Austauschteils habe ich in die Beschreibung geschrieben. Der Ersatztransistor ist nicht dasselbe, funktioniert bei mir aber einwandfrei. Der Austausch ist relativ einfach, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Löten hat. Bitte beachtet aber, dass die Blitze mit hohen Spannungen arbeiten und Kondensatoren Restladung abgeben können, die lebensgefährlich sind. Also Reparatur nur auf eigene Gefahr. So, hier sieht man jetzt auch schon, wie der Blitz geöffnet wird. Zuerst also die beiden kleinen Schrauben am Blitz öffnen. Und danach dann die Gummiabdeckungen abziehen, die sind aufgeklebt, die seitlichen. Jetzt muss man die vier Metallklammern entfernen. Die kann man mit dem Schraubenzieher raushebeln, sind meistens noch ein bisschen verklebt. Und dann beiseite legen. Sobald die vier Klammern dann entfernt sind, kann man den Blitzkopf öffnen. So, dann kann man dieses kleine Plastikteil rausnehmen, das den Blitz von der Platine trennt. Und hier sieht man auch schon den Transistor, der kaputt geht. Ja, an der Seite vom Blitzkopf kann man jetzt noch zwei kleine Schrauben entfernen und die beiden Streuscheiben. Und schon kann man dann den ganzen Blitzkopf entnehmen. Die kleinen Schräubchen am besten beiseite legen. Die verschwinden sonst gern, man sieht, sie fällt schon davon. So, jetzt kann man auch die hintere Abdeckung abnehmen und sich die Platine und den Blitzkopf zurechtlegen. So, als nächstes kann man noch zusätzlich die Platine vom Blitzkopf abschrauben, damit man beim Löten gleich, wenn wir den alten Transistor entfernen, etwas mehr Platz hat und nicht mit dem Lötkolben eventuell den Blitzkopf beschädigt. Dazu einfach die drei kleinen Schrauben lösen. Es sind zwar vier Löcher, aber es sind nur drei Schrauben, die man in dem Fall lösen muss, und dann kann man die Platine abnehmen und an einer Stelle ist sie noch mit einem Kleber mit dem Blitzkopf verbunden, den muss man dann einfach abziehen. Und dann hat man den Transistor relativ gut freigelegt und kann ihn weglöten. Dabei darauf achten, dass man die Platine nicht beschädigt. So, nach Entfernen des defekten Transistors haben wir jetzt die Platine freigelegt. Die drei kleinen Löchlein sind frei und wir können den neuen Transistor einbauen. Bei dem Modell, das ich empfohlen habe, verlinkt habe, beziehungsweise in der Beschreibung geschrieben habe, ist so ein kleiner, nehmen wir an, ein Wärmeableitblech dran und das muss vom Blitzkopf weg zeigen, wie man jetzt im Bild sehen kann. Ja? Man kann theoretisch könnte man die Pins auch noch ein bisschen kürzen, aber es funktioniert auch so. Es reicht, dass man das weit genug
vom Blitzkopf weg hat. So, nachdem der mal den Transistor dann eingesteckt hat, kann man den Lötkolben, den man vorgeheizt hat, verwenden und etwas Lötzinn, um dann eben den Transistor einzulöten. Dabei natürlich darauf aufpassen, dass man die Platine wieder nicht beschädigt und dass man auch keinen Lötzinn zwischen die Pins bekommt oder eine Verbindung herstellt, die nicht da sein sollte, denn sonst kann es später zu einem Kurzschluss führen. Also lieber mit etwas weniger Lötzinn arbeiten, weil die Verbindung ist ausreichend dann. So, nachdem er den Transistor eingelötet hat, kann man dann einfach die Platine wieder an den Blitzkopf anschrauben. Hierzu einfach wieder die drei kleinen Schräubchen an den Stellen verschrauben, wie sie vorher auch waren. Und jetzt können wir den Blitzkopf wieder zusammensetzen. Dazu erst den unteren Teil zurechtlegen und mit den zwei kleinen Schrauben den Blitzkopf daran befestigen. Am besten hat man dafür einen magnetischen Schraubenzieher. Denn sonst verschwinden die kleinen Schrauben gern mal im Gehäuse. Und nun kann man die Streuscheiben wieder einsetzen. Danach dann darauf achten, dass die Kabel nicht aus dem Gehäuse raus zeigen, dass wir die dann einklemmen würden, wenn wir den Blitz vollends schließen. Plastikabdeckung zwischen Platine und Gehäuse nicht vergessen, gleich wieder einschieben und dann kann man den Blitz auch schon wieder schließen. Kurzer Test, ob alles funktioniert, ob man ihn wieder neigen kann. Nicht, dass noch irgendwas im Weg ist oder die Kabel eventuell abgeknickt werden, aber in dem Fall sieht es gut aus. Und jetzt kann man die Klammern wieder einfügen.
So, als letztes die Schrauben wieder einschrauben und schon ist der Blitz wieder zu. Die Plastikabdeckung an den Seiten kann man später dann einfach wieder aufkleben. Dann einen Funktionstest ausführen und der Blitz soll wieder funktionieren.